Hi Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Motivationsmontag. Heute geht es rund um das Thema, wie erreicht man Dinge schneller, als man normalerweise Dinge erreicht. Würde ich zum Beispiel immer noch diese YouTube-Videos komplett alleine machen, auf mich selbst gestellt, dann könnte ich wahrscheinlich so eins oder zwei maximal pro Woche machen, weil ich den Rest der Zeit arbeiten müsste und was anderes tun müsste. Um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin mit den Videos und so, musste ich Dinge lernen, von denen ich am Anfang noch gar nicht wissen konnte, dass ich sie überhaupt lernen musste. Das heißt, ich war in einem Stadium, wo ich überhaupt gar nicht wusste, was muss ich alles tun noch, um erfolgreich damit zu werden. Und so ist es immer, wenn du irgendwas Neues machen willst, wenn du abnehmen willst, wenn du einen neuen Job haben willst, wenn du in irgendwas richtig erfolgreich werden willst. Und genau deswegen empfehle ich dir, eine sogenannte Mastermind zu gründen. Was ist eine Mastermind? Eine Mastermind ist einfach ein Zusammenschluss aus mehreren Menschen, mindestens drei Menschen, die genau dasselbe Ziel haben wie du oder ein sehr ähnliches, sodass ihr euch selber die ganze Zeit pushen und motivieren könnt und gemeinsam viel schneller an euer Ziel kommt. Kleines Beispiel. Ich habe bei YouTube zum Beispiel eine große Mastermind mit anderen YouTubern. Wir tauschen uns immer aus, wir geben uns gegenseitig Ideen und dadurch profitieren dann alle. Und ich werde jetzt im Podcast, der gleich hochgeladen wird, intensiv und ein bisschen mehr in der Tiefe darüber sprechen, wie man eine Mastermind gründet, wie man damit Erfolg hat und wie man vor allem dadurch viel schneller und effektiver an seine Ziele kommt und dadurch natürlich enorm viel mehr erreichen kann. Und wenn du dir den Podcast anhören willst, er ist jetzt online. Du kannst hier einfach direkt vor mir im Bild draufklicken, dann kommst du direkt zur Strandwelle und kannst dir die ganze Folge anhören. Das war's für dieses Video. Wir hören uns gleich beim Podcast. Ich bin draußen. Ciao.